Inschrift, Inschrift, Feldflasche, Taschenlampe, sonst ist hier gar nichts. Ja, okay. Eine große Abbildung des Symbols der Tabula Veritatis. Es sah aus, als beteten all die anderen Figuren der Szene zu dem Symbol. Die Figur war einmal grün gewesen. Ich fragte mich, ob das eine Abbildung Jehovas war. Von der Figur blätterte blaue Farbe ab. Ob das eine Abbildung Luzifers war? Irgendwas müssen wir mit der Statue machen. Ich gab der Statue einen Schubs und sie drehte sich gegen den Uhrzeigersinn. Okay, irgendwas. Ich gab der Statue noch einen Stoß. Ja, aber da passiert ja nichts. Okay, was haben wir hier? Revolver? Das war eine alte, rostige Pistole. Ich schätze mal, die Tabula zu finden, war der einfache Teil. Ihren Zweck herauszufinden, war eine andere Sache. Der waagerechte Balken der Tabula zeigte eine Reihe Symbole. Diese Symbole waren genau wie die auf dem Foto von der Tontafel. Der waagerechte Balken der Tabula. Diese Symbole waren. Okay. Der senkrechte Balken der Tabula wies eine Reihe sonderbarer Symbole auf. Diese Symbole waren genau wie. Auf der Tontafel, okay. In der Mitte ist nichts. Der Übersetzung zufolge hatte irgendein Sonnenkönig die Tabula Veritatis früher in seinem Besitz gehabt. Die Symbole auf der Tafel ähnelten denen auf der Vorderseite der Tabula Veritatis. Ja, aber was müssen wir jetzt machen? Was müssen wir jetzt machen? Statue vielleicht? Das wäre völlig sinnlos. Das würde niemals klappen. Säule, Leiche, Tisch, Lampe. Das wollte ich nicht verbrennen. Ich check wieder nicht, was wir machen müssen. Irgendwas müssen wir mit dem hier machen. Das würde. Was sollen wir denn mit der Pistole machen? Ich brauchte eine bessere Idee. Nee, doch. Ach, jetzt können wir die Karte auf einmal. Ich zog die Karte unter dem Arm des Toten hervor. Alles sah klar. Aus, als habe Genen eine Art Testament auf seine Karte gekritzelt. Freunde, ich weiß, dass ihr mich irgendwann findet, aber bis dahin ist es zu spät. Ich habe die Tabula enträtselt und weiß, unser Schicksal liegt im Paradies. Wir haben den Schlüssel zu Gottes Macht. Wenn ich jetzt sterbe, dann in dem Wissen, dass ihr meine Arbeit vollenden könnt. Sagt meinen Lieben, dass ich in Ausübung meiner Pflicht starb und mein Leben mit Freuden der Sache opferte. Im Licht des Tages verblassen diese Worte wie unsere Seelen. Doch seid versichert, ihr Echo wird uns an den Ort führen, wo wir uns dereinst wiedersehen. Ich bin nicht sicher, aber der schlaue alte Genen hat in seinem Testament wohl eine Geheimbotschaft hinterlassen. Noch eine Geheimbotschaft. Holzmilch, hi. Warte. Genens Testament. Ich las Genens letzte Worte. Freunde, ich weiß, dass ihr mich irgendwann findet, aber bis dahin ist... Ich ja, hab, ja, ja schon alles. Wenn Sag im Leben doch. Ja, was müssen wir denn jetzt machen?
Wo ist denn jetzt sein Testament da? Vielleicht kombinieren? Nee, kombinieren geht nicht. Hier kombinieren. Ob Genens Notizen auf dem Foto beim Dechiffrieren der Tabula helfen würden? Ach, jetzt wieder irgendein Rätsel. Hieroglyphen von der Tabula Veritatis siehst du oben auf dem Bildschirm. Wähle erst ein Symbol aus und dann aus der Liste rechts das Wort, das du für die korrekte Übersetzung hältst. Insgesamt gibt es 36 Wörter in drei 12er Listen. Mit einem Button kannst du zwischen den Listen hin und her springen. Genen hat es geschafft, die Hieroglyphen auf der Tontafel zu übersetzen und sie stammen aus der gleichen Sprache wie die auf der Tabula Veritatis. Seine Übersetzungen stehen unten auf dem Bildschirm. Du hast damit alles, was du brauchst, um die in der Tabula Veritatis eingeritzten Schriftzeichen zu entschlüsseln. Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Gott, was muss ich machen? Auf was müssen wir denn jetzt achten? Haben wir hier irgend so ein Zeichen? Das hier? Wenn Genens Übersetzung stimmt, heißt das Symbol Ku is Ai, Volk auf Reisen sehen. Und was muss ich jetzt hier machen? Fünf? Nein, nichts fünf. Wenn Genens Übersetzung stimmt, heißt das Symbol Volk auf Reisen sehen. Und was soll ich jetzt? Ich check das jetzt nicht. Tag, Woche, Reise, Schwimmen, Garten, Freund. Wenn einer weiß, der kann gerne spoilern, der kann mir gerne alles verraten. Ich check das hier nicht. Weil ich sehe ja kein anderes Symbol hier. Wir haben ja das Symbol hier. Das müsste ja das Symbol sein. Sonst sehe ich so ein Symbol ja nicht mehr. Das müsste dann das hier sein, oder nicht? Wenn Genens Übersetzung stimmt, steht La Haxe für das Sonnenstadtreich. Zu diesem Symbol hatte Genen ein rotes A geschrieben. Sonnenstadtreich. Sonnenbergreich, Sonnenstadt. Das ist auf jeden Fall falsch. So, das Symbol hier, wo haben wir das Symbol? Das ist aber auch das hier. Wegen dem hier, oder nicht? Oder das hier? Nach Genens Übersetzung ist dieses Symbol Ayulu, was sie den Aufstieg zur Göttlichkeit bedeutet. Aufstieg, sieh den Aufstieg zur Göttlichkeit. Aufsteigende Stadt. Okay. Ja, das hier. Das weiß ich nicht. Wenn Genens Übersetzung stimmt, heißt das Symbol Ku is Ai, Volk auf Reisen sehen. Volk auf Reisen sehen. Ziege, Mond, Sonne, Erde, Rot, Pferd, Fluss, Wüste, Furcht, Freund, Garten, Schwimmen,
Ach, Reise hier. Wieso ist hier Reise? Das müsste dann stimmen, oder wie? Okay, was haben wir hier für ein Symbol? Das Einzige, was ich sehe, ist das hier mit diesem Symbol, aber da fehlt ja noch die andere. Wo ist Darkel? So, jetzt bräuchte ich echt Hilfe. Komm, machen wir erstmal weiter. Hier ist ja fast das gleiche Symbol, aber mit so einem. Was ist das für ein Symbol? Warte, ich habe es irgendwo gesehen. Hier, da ist es. Ist es das hier? Nein, das ist ja das hier. Genen hatte die Hieroglyphe Aksu mit Sturm aus Blut übersetzt. Sturm aus Blut. Strom aus Blut. Rot vielleicht, weil Blut ja rot ist. Pferd, Fluss, Wüste, Furcht, Freund, Garten, Schwimmen. Norden, Süden, Osten, Westen, Anfang. Strom aus Blut. Vielleicht rot. So, dann hätten wir ja, warte mal, hier sind ja mehrere Zeichen, oder nicht? Furcht. Ich musste bloß noch herausfinden, wo das war. Was? Ach, da oben, oder was? Warte, was ist mit Schwimmen? Garten, wir können... Also Rot und Reise ist richtig, anscheinend. Das ist so blöde. Ja. Dieses Kreuz hier, das ist das hier. Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet das Symbol aufsteigende. Neben dieses Symbol hatte Genen den Buch aufsteigende Stadt. Aber wir haben hier schon aufsteigende Stadt. Wo hatte ich das jetzt her? Nee, das ist ja falsch. Dann kann ja auch nur wenn das hier. Genens übersetzt. Und wieso A, B? Was ist das? Reise? Wieso hier? Nein, das ist auch falsch. Das ist auch falsch. Das L. Wo ist denn jetzt das L nochmal? Das hier. Strom aus Blut. Ist das hier vielleicht rot? Ich check das nicht, ich check das sowas von...